Hallo und willkommen zurück zu X3 Reunion. So, wir sind hier an Bord unserer Station, der Station Agrarzentrum. Und wir sind hier in unserem Vastar-Schiff. Wir haben ja in der letzten Folge versucht zu kämpfen. Betonung liegt auf versucht. Und wir waren dabei nicht ganz so erfolgreich, wie erhofft. Naja. Versuchen wir es diesmal Energiezellen nochmal transferiert. und docken hier mal ab. Und diesmal begeben wir uns nicht direkt in einen Piratensektor, sondern in einen Nachbarsektor. Wie zum Beispiel Elenas Glück. Ja, da nicht unbedingt. Vielleicht hier Wolken der Atreus. Da, genau, zum Südtor. Sprungantrieb und dann Wolken der Atreus. Südtor. Stromantrieb wird geladen. 10%. Und dann können wir auch mal schauen, ob wir da Frachter finden. Und ja, falls nicht, fliegen wir einfach mal weiter in die nächsten umliegenden Sektoren. Erreichesystem, Wolken der Atreus. So, hier ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil hier, na gut, weil hier eben Nebel ist und hier werden noch garantiert wieder Asteroiden sein. Fliegen wir doch einfach mal hier in die Teladi-Sektoren. Die haben ja hier unten auch Piraten. Ganz hier unten waren Piraten. Na gut, fliegen wir dann. Naja gut, wir können auch mal nach Spitfire fliegen, wo jetzt gerade in Wolken der Atreus keine Piraten sind. Wobei Wolken der Atreus hat ja auch einen. Moment. Hat das ein Osttor? Ah, da ist eine Piratenbasis. Fliegen wir doch einfach mal in die Richtung. Piratenbasis. Fliegen wir da mal hin. Und hoffentlich haben wir da einen kleinen Asteroiden, der da auf dem Weg liegen könnte. Ich hoffe mal, wir haben hier nur Nebel. Ist ganz schön gefährlich, hier ohne Autopilot durch den Nebel zu fliegen, mit Sensor eingeschaltet. Aber na gut. Allzu nah möchte ich da auch nicht ran an die Piratenbasis, weil die da diese Selbstverteidigungsgeschütze hat. Wobei die schießen doch gar nicht auf uns, denke ich mal. Ja, die schießen wohl nicht auf uns. Ja. Okay, wir sind dran vorbei. Sowas wie ein Osttor scheint sie nicht zu geben. Piraten kommen da wohl auch keine raus. Keine gelandeten Schiffe. Naja, dann sind wir hier vermutlich gerade einfach mal falsch. Fliegen wir vielleicht zu Profitloch? Kommt man da? Ah, hier unten, das war alles noch Teladi-Sektoren. Ne, dann fliegen wir einfach zu Splitfire. Machen wir das so. Oder Elenas Glück Südtor. Oh. Da ist schon ein Piratenschiff. Fliegen wir zum Nordtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Versuchen wir es mit dem aufzunehmen. Greifen den ganz aggressiv an. Direkt von vorne haben wir jetzt eigentlich auch die Aurora noch Erreiche System. an Elenas Glück. Bord. Fracht. Ja, wir haben die Aurora. Achso, genau. Und jetzt habe ich offenbar auch irgendwie das Autozielen eingestellt, Asteroid. indem ich nochmal auf K gedrückt habe. Pirat, Hightech-Warenhändler, Kaimann. Ja, den hatten wir doch schon mal auf dem Tiger. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Bitte stellen Sie das Feuer ein. So. Okay, hier ist meine Fracht. Wenn mir sowas nochmal passiert, bin ich erledigt. Fliegen wir weg von dem, lassen unsere Schilde hier mal möglichst nicht treffen und seitlich fliegen und so weiter. Ist da ganz wichtig. So, ja, da wurde auch nochmal darauf hingewiesen, dass ich hier ein bisschen seitlich fliegen sollte. Das ist richtig. Warnung. Energielevel niedrig. Und immer so ein bisschen. Ah, das ist gar nicht gut. Wir kommen hier gerade richtig schön. Oh, Glück gehabt. Da sind wir aus einer Feuerreichweite. Wow, wie fliegen wir auf ihn zu?
sollten wir nicht machen. Dann sollten wir immer... Oh nein. Das war nicht gut. Laden. Oha, da haben uns dann die Kampfschiffe angegriffen. Ja, mit schwachen Schilden ist das dann natürlich gar nicht gut. Müssen wir mal sehen, dass wir da jetzt vielleicht mal direkt nach Wolken der Atreus fliegen und versuchen, die Einzelnen aufs Korn zu nehmen. Also sowohl die Jäger als auch die den Frachter. So, und jetzt nehmen wir nochmal ein paar Energiezellen auf. Energiezellen transferiert. Bocken ab. Und Moment, wir dürfen nicht vergessen. Unser Merkur. Der hat ein Kommando. Was ist ein Kommando? Moment, der ist doch jetzt hier der Heimatbasis noch nicht zugeteilt. Okay. Ja, ich denke, der sollte jetzt den Befehl bekommen. Kauf Ware zum besten Preis. Energiezellen. Kommando akzeptiert. So, das ist aber nicht der... Doch, das ist der Frachterpilot, der da als Sektorhändler unterwegs war. So, dann schauen wir uns nochmal den Tukan an. Frachtpilot Sansino 5. Naja, dann soll der weiterhin... Wo ist der eigentlich im Sektor? Achso, der ist in unserem Agrarzentrum. Okay. Dann soll der Kommando Spezial... Der kriegt er die Heimatbasis, hat er schon eingestellt. Naja, dann müsste er... Der hat doch hier... Der kann doch Sektorhandel starten, genau. Na gut, dann lassen wir den erstmal noch vor Ort. Wir geben mal etwas Gas und fliegen dann, wie ich gerade sagte... was war das? Elenas Glück, oder was? Ja doch, es war Elenas Glück. Fliegen zum Nordtor in Elenas Glück. Nicht Wolken der Atreus, das war doch ein anderer Sektor. Und gucken mal, dass wir den Frachter hier aufgabeln. Oder doch erst die Kampfschiffe. Mal sehen, aber beides gleichzeitig. Reichesystem. Elenas Glück. Ist dann wohl doch nicht so vorteilhaft. Okay, dann schnappen wir uns hier die Piraten Bussard. Alles klar. Shift und T für Feind. Und K schon mal fürs automatische Zielen. War doch das Richtige, oder? Ja, wir werden sehen. Geben etwas Gas. Achso, Moment. Und M. Aurora installiert. Genau. Und mit L feuer ich die ab. Okay. Also, näher ran hier. Müssen wir nochmal näher kommen. Oh, da ist noch einer. Schnappen wir uns doch den. Pirat Buster. Oh, Pirat Buster. Ja, die sind natürlich ein bisschen stärker. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Oha. Wow. Wow, wow, wow. Schilde kritisch. Ich glaube, wir können gleich mal laden. Alarm. Rakete im Anflug. Ja, das ist gar nicht gut. Vielleicht mal... Schilde kritisch. Mal laden. Nochmal. Ja, das war auch nicht gut. Die Buster sind dann doch zu stark. Das sind ja die gleichen Schiffe, wie wir eines haben. Dann müssen wir mal sehen. Dann fliegen wir dann vielleicht... Ja, zum Südtor in Elenas Glück oder direkt nach Splitfeuer. Ja, schwierig. Am besten wäre ja wirklich, wenn wir da irgendwo... Moment, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Wir holen uns jetzt erstmal hier Energiezellen transferiert und speichern dann. So, speichern den Speicherstand. So, und dann docken wir ab.
So, damit wir das nicht mal alles neu machen müssen. Na, jetzt müssen wir natürlich immer noch was neu machen, nämlich unsere Merkur der Station hier zuordnen, zuweisen und die dann auch auf Handel schicken. Kaufe Ware zum besten Preis, Energiezellen. Kommando akzeptiert. Wir geben Gas, fliegen hier Elenas Glück, Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. So, und dann drückt mal die Daumen, dass wir da auch schaffbare Gegner haben, mit denen wir es aufnehmen können. Erreiche System, Elenas Glück. Okay, Pirat Bussard, Angreifer, den schnappen Pirat, wir uns. Pirat Bussard, Angreifer. Aurora installiert. So. Mit Vollgas dem Feind entgegen. So, und jetzt nochmal K drücken. Ich glaube, zweimal K drücken war. Ziel ist nun in ja. Feuerreichweite. So, wir haben ihn schon ordentlich getroffen. Und im ist Namen unseres kaputt. Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe. Vollen Ärger. Ja. So, der nächste. Ja, das sieht doch gut aus. Ach, das waren sie schon. Pirat, nee, da ist einer. Den kriegen wir auch noch. Na komm. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Huch. Was ruckelt denn da? So. Für die Ehre des Priesterimperators. Genau. Für die Ehre des Priesterimperators. Dann komm mal her. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Alles klar, so, den schnappen wir uns. Ich will doch gut mal kommen hier. Schilde, wow. Sprungantrieb. Alles klar, das war nicht so geplant. Hm, komisch. Also, unsere Schilde sind dann doch zu schlecht. Wir haben 3x5 Megawatt. Ja, 15 Megawatt also insgesamt. Scheint nicht ausreichend zu sein. Hm. Also jetzt nochmal umstellen, dass die Merkur hier rumfliegt für uns. Dann fliegen wir nochmal in den Sektor und versuchen das Ganze nochmal. Irgendwann werden wir es ja wohl schaffen. Station, nein, das hatten wir schon. Persönliches, Besitztümer und jetzt die Merkur. Kommandokonsole, lass alles hier wieder einstellen. Und dass sie hier handelt. Kommando akzeptiert. So, und das speichern wir jetzt nochmal. Okay, und dann geht's los. Mit Vollgas in Richtung Elenas Glück. Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%. Okay. Vielleicht testen wir das gleich mit dem Auto-Aim. Aurora installiert. Das ist es ja nicht. Es ist ja nichts anderes als ein Auto-Aim. Dieses Einstellen des automatischen Treffens des Zielsystems. Und ich glaube, wir fliegen auf einen Asteroiden zu. Das wäre nicht gut, wenn wir da reinkrachen würden. Wow, der ist ganz schön groß. Das hasse ich eben an Asteroiden. Dass die einfach so dunkel sind und man sie nicht sieht. Gegenlicht. So, da kommen sie ja schon. Pirat, Bussard, Angreifer. Gut. Und drauf zu. Ein bisschen nachführen kann man mit eingeschaltetem Sensor. Oh, da ist doch was hinter uns. Schnappen wir uns doch mal den erst. Pirat, Hightech-Warenhändler, Kaiman. Okay, schnappen wir uns den. Den zuerst, die anderen kommen uns ja dann wohl entgegen. Ja. So. Einmal. Zweimal.
Dann schauen wir gleich mal, ob das jetzt Auto-Aim ist oder nicht. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Bitte stellen Sie das Feuer ein. Nicht in die Kanzel reinfliegen. Nein, wir werden hinten in der Geschützkanzel des Handelsschiffes getroffen. Wir hätten vorher abdrehen müssen. Wir müssen ja immer unterwegs sein, dass er uns nicht treffen kann. Warnung. Energielevel niedrig. Ja, das ist ein kleines Rumgetrickse hier. Zu verhindern, dass er uns seine Schilde Kanzel hier oh Mist. Seiner Kanzel hinten abschießt. Also irgendwie immer von vorne ran. Im Namen unseres Präsidenten und Senators dankt Ihnen die Argonische Föderation für Ihre Hilfe gegen diesen Eindringling. So, das sind Gefechtsköpfe, okay, und das daneben? Moskito. Ach, guck an. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Fliegen wir da mal hin. Schilde sind unten. Holen wir uns mal die Moskito. Frachtraum enthält nun Moskito. So, und die Gefechtsköpfe? Warnung. Die holen wir uns auch. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Ups. Das war nicht gut. Jetzt sind wir gegen die Gefechtsköpfe geflogen. Wahrscheinlich, weil unser Frachtraum voll ist. Ich denke mal, der Frachtraum ist komplett voll. Gefechtsköpfe liegen hier vor uns. Frachtraum geschlossen. Ah, wir haben echt Schaden genommen. Kein Ziel. Naja. So, schnappen wir uns jetzt mal die Piraten. Wir müssen ja Pirat. Unsere Richtung unterwegs sein, Angreifer. Denke ich. Ah, die kommen uns entgegen, leicht. So, fliegen wir hin. Versuchen wir uns jetzt mal an denen ein paar weiteren Raketen oder einer weiteren Rakete an Bord. Haben wir dann gesteigerte Chancen. Moskito installiert. So, und Feuer frei. Warnung. So, der erste ist schon mal zerstört. Der zweite folgt. Vollen Ärger. Pelagi ist bereit. Ja, so, wir müssen dann nicht wieder in das Schiff reinfliegen. Wir müssen uns ja hier nicht selbst zerstören. So, und den schnappen wir uns, den letzten. Bussard. Gucken wir mal. Na, ich glaube, das war nicht so gut. Versuchen wir mal die Aurora. Moskito war das, okay. Ziel verlässt Feuerreichweite. Gucken wir mal, ob die trifft. Offenbar hat sie getroffen. Aber die Moskito, die fügt den Schilden keinen großen Schaden zu. Ja. Ist okay. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Dann sollen Sie mein Schiff haben, aber hüten Sie sich vor einer weiteren Begegnung mit mir. Ach, guck an. Er übergibt uns sein Schiff. Na, das finde ich ja mal nett. Guckt an, das Schiff gehört uns. Ziel. Ich glaube, das müssen wir jetzt übernehmen. Ja, das müssen wir übernehmen. Und jetzt kommt ein kleiner Vorteil gegenüber X2. Man kann nämlich die Schiffe reparieren. Ja, wir müssen hier raus, okay. Shift und E. Aussteigen. Bussard. Ziel. Übernehmen. Schiffssteuerung transferiert. So, oder geht das auch, wenn wir einfach nah genug ranfliegen? Buster. Ich weiß es gerade nicht. So, fliegen wir der Buster mal ein bisschen näher an die Buster ran. Betreten. Okay, und wir geben dem Huch. Ich war fast reingeflogen. Wir geben dem Schiff jetzt den Befehl, uns doch bitte zu folgen.
Unser Buster ist hier auch. Ach ne, Moment, das ist unser eigenes Schiff, in dem wir gerade fliegen. Ah, Moment, da liegt ja auch noch Zeug rum. Moment, das schauen wir uns mal an. Aurora, eine. Und Moskito-Hummel, Disruptor-Rakete. Ah. Okay, dann geben wir unserem Bussard den Befehl. Ah, okay, das kann hier nichts aufsammeln. Naja, gut, dann schnappen wir uns die Raketen selbst. So. Galaxiekarte, Trantor, Heimat des Lichts, Argon Prime. Okay, unser Schiff bekommt den Befehl. Navigation, Docke an. Ja, Gradzentrum. Erlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wir schnappen uns jetzt hier das Zeug, was da hinten rumliegt. Disruptor-Rakete. Genau, zum Beispiel die Disruptor-Rakete. Fliegen drauf zu und holen uns das Zeug. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Frachtraum enthält nun Disruptor-Rakete. Hummel. So, die holen wir uns auch. Warnung. Frachtraum ist geöffnet. Ich hoffe doch, wir kriegen Schäde sind unten. Aber wir haben ja zwei Raketen abgefeuert. Müsste also möglich sein. Frachtraum enthält nun Hummel. Pirat. Falke. So. Aurora. Warnung. Aurora holen wir uns auch. Frachtraum ist geöffnet. Schilde sind unten. Kriegen wir die? Frachtraum enthält nun Aurora. So, und hier war noch was. Freie Argon. Split. Raum an. Navigation. Bussard. Tor. So, Argon. Irgendwo war hier doch noch was. Noch eine Rakete hier in der Nähe. Oh, wir müssen gleich ganz schnell hier weg. Moskito. Wir müssen hier ganz schnell weg, am besten mit Sprungantrieb. Nach Trantor. Von mir aus auch Osttor. Sprungantrieb wird geladen. Habt ihr gesehen, die Piraten, die da kommen? Da sind eine ganze Menge Piraten unterwegs. 30, 40, 50. Wird zu gefährlich für uns. Und vielleicht finden wir ja auch in Trantor noch Piraten. Trantor. Nein, offenbar nicht. Kein Problem. Ja, und hier will ich ja nach wie vor eine Mine errichten. Siliziummine. Oder andere Stationen. Okay, so. Und ich sagte ja, wir können unser Schiff reparieren. Fliegen wir mal hier ein bisschen weg. Wo wir ein bisschen abseits liegen. Halten hier an, verlassen unser Schiff, wenn das steht. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich... Ich dachte, wir hätten jetzt hier so ein Reparaturgerät. Warum haben wir das nicht? Basta. War das dann doch in dem Nachfolger? Ich dachte, das wäre hier in dem Teil schon gewesen, dass man das reparieren kann. Wobei, jetzt haben wir ja gerade... Ah ja, ist ja sowieso gerade bei 100%. Okay, dann gibt's da wohl nicht... Nö, jetzt ist doch nicht mehr bei 100% ja, die Hülle. War doch etwas Schaden. Na gut, wir springen mal zu unserer Heimatbasis. Wobei, ja doch. Sprungantrieb wird geladen. Nicht verkehrt. Dann speichern wir mal. Die Folge ist jetzt schon wieder am Ende. Wir sind schon wieder soweit. Ja, haben diesmal drei Schiffe zerstört, eins übernommen. Nicht verkehrt. Erreiche System Argon Prime. Und ich hoffe, der Agrarzentrum. Ton M. Andockerlaubnis erteilt. Hat sich etwas verbessert. Autopilot aktiviert. In einigen letzten Videos, da war der Ton ein bisschen schlecht. Weiß gar nicht, wie das kann. Naja doch, ich weiß schon, wie das kann. Aber ich denke zu wissen, wie das sein kann. Und ich denke auch, dass ich das jetzt, ich hoffe, dass ich das jetzt behoben habe. Könnt ihr mir ja mal zuschreiben, ob sich der Ton verbessert hat. Und ja, damit hoffe ich, dass sich das erledigt hat. Willkommen zu Hause an Bord. Okay. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Jo, damit beenden wir dann auch jetzt diese Folge.
Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!